Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge Democracy 4 Beta, mittlerweile Deutschland auf schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhner aufgezeichnet habe. Viel Spaß. So, Geld besorgen. Genau, ich habe nochmal nachgedacht über diesen Gesetzesvorschlag der Steuern für Menschen mit einem Hochschulabschluss. Das Argument, was dagegen sprach, war ja, dass man versucht, den Hochschulzugang trotzdem für alle zu ermöglichen. Ja. Da wir ja aber den Hochschulzugang mit richtig viel Geld fördern, haben wir sozusagen diese Treppe schon gebaut und dann wäre es die Frage des Danach, also des Ankommens im Job. Insofern wäre mein Vorschlag, dort eine Steuer einzuführen in diesem Bereich, auf diese Graduation Tax, würde aber gleichzeitig die Einkommenssteuer noch ein Stück reduzieren wollen. Das liegt daran, dass es hier so eine gekappte Einkommenssteuer ist. Das heißt, diese 32%, die wir jetzt haben, gilt für alle. Ja. Und normal wäre es ja bei uns in Deutschland so, dass das abhängig ist vom jeweiligen Einkommen. Da gibt es eine wunderschöne Tabelle, wo man gut sehen kann, okay, ich habe so viel Einkommen, dann bedeutet das so viel Steuer. Kann man sich sehr schön für jedes Jahr anschauen, wie sich das verändert hat. Mhm. Wir haben aber hier eine 32% Steuer, die für alle gilt. Und das ist insbesondere für die niedrigen Einkommen nicht so wahnsinnig cool. Und vielleicht auch nicht für die Mittleren. Deswegen Graduation Tax einführen und ein Stück die Einkommenssteuer senken. Ja, ich kann diesem auch folgen und das würde ich total gerne umsetzen. Ich würde jetzt, wenn wir aber, also tatsächlich in diesem Kontext, also so eine Steuer für einen Universitätsabschluss sorgt aber, glaube ich, halt dafür, dass du ein weniger durchlässiges Bildungssystem hast grundsätzlich. Wenn es sowas tatsächlich in Deutschland gäbe, weiß ich nicht, ob ich bis zum Doktor studiert hätte. Die Frage, wann du bezahlst. Also du bezahlst ja erstmal nach deinem Abschluss erst diese Steuer. Das heißt, wenn du schon im Berufsleben stehst. Die Steuer müsste abhängig sein von deinem Einkommen. Dein Einkommen wiederum ist abhängig von deinem erreichten Bildungsabschluss oder Berufsabschluss. Ja. Das heißt, je höher deine Bildung. Also ich als Politikwissenschaftlerin im Sozialsektor verdiene jetzt tendenziell eher weniger als vielleicht wenn ich, oder jemand, der Physik studiert hat und bei einem Technologieunternehmen gelandet ist. So. Ja. Insofern würde ich auch weniger Steuer bezahlen als diese Person. Gleichzeitig könnten wir dadurch die Steuer so ein bisschen gleichberechtigter machen, weil nicht alle diese 32% zahlen müssen. Weil wir gleichzeitig die Einkommenssteuer senken. Ja, sehr gut. Also, Graduation Tax führen wir ein. 6 Milliarden. Die Jugend findet es nicht toll. Mal, was die Kapitalisten toll finden. Das ist ja auch mal eine Seltenheit. Ja. Also die Jugend findet das nicht gut, das verstehe ich. Aber ich würde das auch tatsächlich nur machen, wenn wir gleichzeitig mit der Einkommenssteuer gegenführen. Ja. Wollen wir dann nochmal hochgehen auf 7? Ja. Und dann die Einkommenssteuer auf um 5 senken, dass wir net Gain haben? Ja, gerne. Okay, dann machen wir... Achso, nee, das ist Payroll Tax. Einkommensteuer. Momentan bei 32% und die würde ich gern senken. Ja. 29. Was hat, könntest du noch mal sagen, wie viel wir ursprünglich hatten an Einnahmen? Das sind jetzt 5 Milliarden weniger. Achso, so wären es 5 Milliarden weniger. Ja, und dann haben wir. Ja, finde ich gut. Okay. Gut, haben wir das gemacht? Haben wir noch 4. Wir können nochmal Steuern anfassen. Was ihr jetzt so sagt, hier diese die bestrafende Steuer auf Superstores, da kriegen wir sehr viel rein. Da hätte ich jetzt gesagt, könnten wir nochmal einen drauf tun. Stimme ich dir zu. Und zwar... Es gibt gerade übrigens im Chat noch eine spannende Diskussion zum Zugang des Studiums und wer studiert. Beziehungsweise wie viele Leute aus wirtschaftlich eher herausgeforderten Familien kommen denn überhaupt dazu zu studieren? Ja, das ist
Das ist definitiv ein Problem. Aber es wird halt nicht besser, wenn wir nicht den Zugang fördern. Den Zugang grundsätzlich haben wir erstmal gefördert. Gleichzeitig haben wir dafür gesorgt, dass in den Familien mehr finanzielle Mittel da sind, haben die Einkommenssteuer gesenkt, damit wir dort die Möglichkeit haben, mehr Geld zu generieren, damit die Kinder möglicherweise auch irgendwann mal studieren können. Deswegen haben wir das Bildungssystem auch so hochgefahren. Wir müssen halt nur gucken, wie kriegt man es ausgeglichen. Und einer der Gründe, warum jetzt auch dieser Generational Wealth Gap jetzt so dazwischen geraten ist, ist, dass immer die Generation, bei der es eingeführt wird, diejenige ist, die am stärksten darunter leidet und damit weniger Geld hat als diejenigen, die jetzt beispielsweise schon in Rente sind und diese Steuer nicht bezahlen. Ja, und also und diese... Entschuldigung. Nee, gerne, danke. Diese Diskussion ist halt auch so eine, wenn wir nicht diese, in dieser Situation jetzt, dieses hohe Defizit hätten, da hätte ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, so eine Steuer einzuführen, weil ich es für vollkommen falsch halte. Ich gehöre ja zu dieser, ne, nicht Generation, sondern zu diesen seltenen Einzelfällen. Ich gehöre zu 1%, nämlich ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, also ich bin ein Arbeiterkind. Mein Papa ist Schlosser, meine Mutter ist Näherin. Und ich habe einen Doktor. Damit bin ich einer von 100, der aus einem Arbeiterhaushalt überhaupt einen Doktor macht. Jemand aus einem akademischen Haushalt hat aus einem Akademikerhaushalt von Kinder aus Akademikerhaushalten machen zu 10% einen Doktor. Kinder aus Arbeiterhaushalten machen nur 1% zu 1% einen Doktor. Das ist so eine Statistik, die mich neulich mal echt vom Stuhl gerissen hat. Also dachte, meine Fresse, ich bin so ein krasser Einzelfall. Und diese Sachen, die wir jetzt gemacht haben, sorgen dafür, dass das echt zu einer schlimmen Situation führt. Aber wir versuchen in irgendeiner Form gerade aus unserer Schuldenkrise rauszukommen. Und ich hoffe, an irgendeiner Stelle wird unser Credit Rating mal wieder hochgemacht. Ich bin gespannt, wie wir das in irgendeiner Form hingesteuert kriegen. Aber im Moment sieht es so aus, als ob wir auf dem richtigen Weg sind, auch wenn wir so ein hohes Defizit haben. Ich bin davon begeistert. Also, Übrigens sind wir quasi gemeinsam in dieser Riege. Ich habe nur meine Promotion immer noch nicht geschafft. Aber hey, aber ich komme auch aus dem Arbeiterhaushalt. Ich bin die Erste, die ein Abitur gemacht hat. Ich bin die Erste, die studiert hat. Und insofern, ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mich unterstützt haben. Ich habe aber auch mein komplettes Studium nebenbei gearbeitet. In ganz, ganz vielen schrägen Sachen. Aber ich habe halt eben dann auch das Glück gehabt, in der politischen Bildung zu landen, was jetzt schlussendlich dazu führt, dass wir uns heute sehen. Und das ist herausfordernd. Aber ich glaube, man darf es nicht nur anhand dieser Einsteuer sehen, sondern man muss halt gucken, dass innerhalb der Gesellschaft das halbwegs gleich verteilt ist. Und das ist die große Herausforderung. Und manche Leute haben das große Glück, dass ihre Eltern ihnen ein komplettes Studium finanzieren können. Andere haben das nicht. Dafür nehmen aber die Leute wiederum ganz andere Herausforderungen an und lernen ganz andere Dinge und sind ganz anders vorbereitet und lassen sich vielleicht auch anders ein auf Hochschule, auf Wissenschaft und das, was man dann damit machen kann. Ja, also so ging es mir auch. Also ich habe halt die ganze Zeit während meines Studiums irgendwie gearbeitet, aber zum Glück hatte ich, ich musste keine seltsamen Jobs annehmen, also nicht so dieses klassische Studentensein. Ich glaube, ab dem vierten Semester habe ich auch, bis zum vierten Semester habe ich in den Semesterferien, bin ich Krankentransport gefahren, um mir Geld zu verdienen. Und danach war ich Tutor für das Anfängerpraktikum. Ich habe erst Nebenfächler betreut, dann Physiker im Anfängerpraktikum, also niedrigere Semester, die Experimente machen mussten. Und da habe ich dann schon angefangen quasi, ja im Prinzip, das waren meine ersten Schritte mit Wissenschaftskommunikation. Dann habe ich irgendwann auch mal als Physiklehrer gearbeitet. Aber ja, es ist total spannend, weil man immer herausgefordert wird und ganz viele andere Sachen sieht. Aber dadurch dauert das Studium auch länger. Definitiv. Ja, und jetzt zurück zu den bestrafenden Steuern auf Superstores oder auf große Malls. Die würde ich tatsächlich jetzt mal hochsetzen, weil so viel Impact auf die negativen Sachen da oben gibt es nicht. Und das sind einfach mal 1,5 Milliarden mehr.
Ja, stimmen dir zu. Sehr gut. Und dann sind wir schon wieder bei Null und machen nächste Runde. Okay. Unsere niedrige Korruption wird gepriesen. Ein internationaler Report hat angepriesen, dass in unserer Gesellschaft sehr niedrige Werte der Korruption vorliegen. Und das wird angepriesen und die Umwelt kann erblühen. Menschen können dazu streben, etwas Besseres aus sich selbst zu machen, und so weiter und so fort. Liberale, Kapitalisten und Selbstständige kriegen dadurch einen großen Boost. Schade, ich hätte jetzt gesagt Außenhandel. Naja. Horst, die fragt gerade, warum es die Kapitalisten freut, dass wir so eine niedrige Korruptionsrate haben. Naja, Korruption funktioniert ja unter anderem deswegen, weil eine Person ein Unternehmen eine andere besticht. Und das bedeutet wiederum, dass der Wettbewerb nicht mehr funktioniert. Und deswegen freuen sich mehr Leute darüber, wenn es Wettbewerb gibt und sie überhaupt eine Chance haben, an Aufträge zu kommen. Als wenn es nur ein Unternehmen bekommt, gibt, die irgendwie ständig alle Aufträge. Genau. Also niedrig, So, generell ja, niedriges nachvollziehen Level kann. an Korruption, finde ich total verständlich. So, wir können jetzt schon wieder Reden halten, aber ich glaube, bei unseren Zustimmungswerten, wir sind bei 100% Zustimmung, müssen wir keine Reden halten. Wie ist unsere nicht Ich finde kompetitive Wirtschaft? Geht wieder nach oben. Tja. es total erstaunlich, dass wir immer noch so eine hohe Zustimmungsrate haben, obwohl wir schon die ganze Zeit mit diesen Emergency-Powers waren. Ja, ich denke, wir operieren hier an einer Leistungsgrenze des Spiels, würde ich jetzt vermuten. Unser Bruttoinlandsprodukt bleibt gleich, obwohl die Weltwirtschaft abrauscht. Das ist eine riesige Leistung in sich selbst. Kann jetzt mal jemand unser Total. Credit Rating aufwerten? Das gibt's doch nicht. Ehrlich, wenn dieses Credit Rating irgendwann mal wieder so einen Vorproblemstatus erreichen würde, würde es uns richtig gut gehen. Ja, aber wir sind immer noch voll am Anschlag da oben. Also nicht mal ein kleiner Knick. Das Schöne ist, wir haben von außen niemanden, der uns sagt, wir lassen euch schulden, wenn ihr jetzt das und das abbaut, sondern wir können jetzt gerade irgendwie selber gucken und naja, auch so ein bisschen hoffen, dass wir da durchkommen. Ja, ich kann mal gerade auf hier, wie sind unsere, die Foreign Relations gehen hoch. Das ist super. Und Investitionen von außen, ja, gehen auch wieder hoch. Unsere Arbeitslosigkeit ist halt immer noch. Wir sind wieder gestiegen, aber ja. Knick. Ich finde ja, die kriegt einen Knick, die Arbeitslosigkeit. Ganz leicht. Ja. Wir könnten überlegen, ob wir nochmal so ein Stück weit schauen, wie wir Arbeitsplätze schaffen können. Allerdings haben wir halt nicht so wahnsinnig viel Geld. Die Arbeitslosigkeit kostet uns aber schlussendlich in der Gesamtbetrachtung Geld. Ja, eine Sache, die ich jetzt hier sehe, hier, die Agrarsubventionen wirken sich negativ auf die Arbeitslosigkeit. Ach so, negativ auf die Naja, wir könnten Arbeitslosigkeit schauen. aus. Wir könnten uns die mal anschauen, ob wir die noch ein Stück hochsetzen können. Unemployment minus 7. Warte mal, wir sind bei 2,6. Wenn wir die um 1,3 Milliarden erhöhen und um 6 politisches Kapital, sorgen wir 4% weniger Arbeitslosigkeit und den
Lebensmittelpreis drücken wir auch. Könnte gut auch für unseren Außenhandel sein, weil wir vielleicht dann das exportieren können. Ja. Wollen wir das machen? Ich bin mir unsicher, ob es eine Milchmädchenrechnung wird. Also wir geben jetzt 1,3 Milliarden aus. Wir überlegen schon die ganze Zeit, wo wir das einsparen können. Mir ist aber klar, dass wir, um die Arbeitslosigkeit zu senken, nicht umhin kommen, dort an den Stellen was zu machen. Vielleicht vorher noch. Gibt es noch irgendwelche Weiterbildungsinitiativen, die wir im Köcher haben? Irgendwas? Falscher Tab. Lebenslanges Lernen, irgendwie so. Public Services wäre das eher. Ich glaube, da haben wir schon so gut wie alles an Bildungskampagnen eingeführt, die wir haben. Also hier, Selective Schooling meine ich nicht. Wir haben hier die Erwachsenenbildung. Die könnten wir zum Beispiel nochmal stärken. Das kostet nicht so wahnsinnig viel. Ja, 300. Und wir kriegen nochmal einen Zuschlag von 1,5% auf Produktivität hat das eine Auswirkung. Das ist krass für 300 Millionen. Das würde ich gerne, das finde ich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, es kostet natürlich was, aber ich könnte mir vorstellen, dass uns das hilft. Ja. In the long run. Okay. Dann, was hatte ich jetzt gerade? Die Agricultural Subsidy. Ah ja, genau. Die Landwirtschaftsförderung. Da könnten wir auch überlegen, ob wir anstatt in diese breiten, in die breite Landwirtschaft gehen, ob wir eher in so eine Spezialförderung nochmal machen. Also wir haben ja dieses Vertical Farming und sowas gehabt. Ja, wir haben auch die, Organic Farming Subsidies, die hat aber keinen direkten Einfluss auf die Arbeitslosigkeit. Und beim Vertical Farming, wie sieht es da aus? Vertical Farming, das hier ist City Farms, genau. Das hat auch keinen City Farms, aber Vertical Farming, wo ist denn Vertical? Da. Das hat auch einen Einfluss auf Unemployment. Wie, wenn wir dort 1,6 oder 1,3 reinstecken würden, welche Auswirkungen hätte das denn? Also 3,7... Oh, einen größeren als in die größere Auswirkungen. Dann würde ich doch eher das nehmen. 3,4%. Und es sind noch nicht mal 1,3. Es sind 1,1 Milliarden für 3,4% weniger Arbeitslosigkeit. Das würde auf jeden Fall dabei helfen, glaube ich, diesen Umbau auch zu machen und gleichzeitig würden wir unsere Böden sporen. Ja. Sehr gut. Dann machen wir das mal. Haben wir noch 8. Ist noch irgendwas in Bildung oder Weiterbildung, wo wir sagen könnten, da oder um es zumindest mal anzuschauen, wo wir noch Optionen hätten? Nicht wirklich, fürchte ich. Was ist das hier? Achso, das ist aktive Sterbehilfe. Ach, guck mal. Achso, das ist, da hatten wir schon drüber die proportionalen Strafen zum Einkommen. Hatten wir auch eingeführt. Ich hätte jetzt gesagt, können wir in Law and Order hier vielleicht irgendwo Geld sparen? Was ist das hier? Needle Exchange Programm? Nein. Nee. Prisoner Tagging. Also elektronische Fußfessel. Kostet halt weniger. Also ist ja die Idee, oder? Ja, genau. Haben wir auch auf Low, also nicht wirklich viel Einsparpotenzial. Genau, das hier war eins der Wahlversprechen, dass wir die Sachen hochgemacht haben, aber das sorgt auch dafür, dass die Arbeitslosigkeit niedriger ist.
Wir Wenn wir das noch ein Stück hochfahren. Für 100 Millionen gibt uns das mal 0,6% weniger Arbeitslosigkeit. Das finde ich gut und gleichzeitig haben wir als Staat mehr Leute eingestellt. Das heißt, wir haben auch dort wieder ein bisschen was getan. Ja, finde ich sehr gut. Und was ist das hier? Gay Marriage. Okay, haben wir hoch. Bringt auch nichts. Also das, also finanziell. Ja, genau. Was ist das hier? Body Cameras. Bei den Polizisten. Die sollten wir schon lassen. Ja, auf jeden Fall. Die kosten auch nicht so wirklich viel. Ja. Ja, Goldigold hat auch hat voll recht für Länder, denen es jetzt nicht so krass gut geht, von den Grundbedingungen her, wie es bei uns ja ist. Also bei uns ist das Bildungssystem gut ausgestattet, das Gesundheitssystem ist super gut ausgestattet. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie durch dieses Defizit rumkommen. Wenn du aber Staaten hast, die sowieso schon am Boden liegen oder über viele Jahrzehnte sich überhaupt nicht so entwickeln konnten, dann wird es richtig, richtig hart. Und dann ist auch die Frage, wann schreitet die internationale Gemeinschaft ein, im Sinne von, wann unterstützt internationale Gemeinschaft? Ja. Und in welcher Form? Und bringt es dann bestimmten Staaten was oder bringt es vorrangig dem Staat was, dem geholfen werden soll? Ich gehe jetzt gerade nochmal unsere Steuern und achso, das hier ist Investitionen. Da ist wenig Sparpotenzial. Also für 4 können wir jetzt auch nicht mehr wirklich, nehmen wir die einfach mit in die nächste Runde und gucken mal, weil wir haben jetzt auch schon, das ist sehr spannend, in 3 Runden haben wir wieder Wahlen. Also nehmen wir einfach mal mit rüber und gucken dann, ob wir noch, ich glaube, eine neue Steuer einführen, hat jetzt wenig Sinn. Ich glaube, wir haben viel gegen die Arbeitslosigkeit getan. Ich bin gespannt, ich hoffe, wie sich's auswirkt. Ich hoffe auch, es funktioniert. Okay, dann machen wir jetzt nächste Runde. Ah, hier haben wir wieder ein Dilemma. Den hatten wir schon öfter. Also das ist im Prinzip so, dass ein Konzern oder ein Unternehmen dafür verurteilt, für Totschlag verurteilt werden kann, wenn zum Beispiel die Arbeitsbedingungen in einem anderen Land so sind, dass es zu Todesfällen kommt, dass dieses Unternehmen verurteilt werden kann und nicht, weil ja, Unternehmen kann ja niemanden totschlagen, also kann man sie auch nicht belangen, sondern das ist tatsächlich eine Möglichkeit, um quasi Mindeststandards auch dort durchzusetzen, so, oder verstehe ich das falsch? Nee, völlig richtig. Also wenn beispielsweise durch den Diamantring, den ich trage, unterschiedliche Menschen schwer verletzt worden sind bei der Produktion dieses Ringes, beim Schürfen der Diamanten oder wie auch immer, dann ist dann schon die Frage, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Und wer kann dafür verantwortlich gemacht werden? Weil die Preise natürlich auch abhängig sind von den Arbeitsbedingungen vor Ort. Wir müssten halt damit leben, dass, wenn das durchgesetzt wird, wird die Produktionskette teurer. Das ist der Nachteil. Ich wiederum könnte gut damit leben, dass das Produkt teurer wird, wenn es dafür mehr Leuten gut geht. Und mehr Leute einerseits von dem Geld was haben, aber sie vor allem nicht ihr Leben können. Ja, also ich bin auch sehr stark dafür, dass wir dieses Gesetz verabschieden. Ja. So. Ja, Kapitalisten freut es natürlich nicht. Liberale und Gewerkschafter freut es sehr stark. Schön. 33. Wie sieht unsere nicht kompetitive Wirtschaft aus? Die stagniert wieder. Defizit ist wieder gestiegen. Aber unser Bruttoinlandsprodukt bleibt und die Weltwirtschaft nimmt weiter ab. Also irgendwer muss uns doch jetzt mal ein bisschen entgegenkommen sein, oder? Wie ist unser Unemployment? Es geht wieder runter. Es geht wieder runter. Das ist total schön. Und die Vertical Farm Subsidies wirken sich auch noch weiter aus. Das heißt also, wir haben einen Effekt, der
sich darauf auswirkt. Unsere Armut gering, das ist schön. Das ist auch die Frage, wenn unsere Armut, wenn die Armut in dem Land so gering ist, ob wir nicht an der einen oder anderen Stelle doch nochmal ein paar Programme kürzen können, weil es ja so ist ja schön, dass wir sie in einem Haushaltstitel haben, aber wir geben sie ja augenscheinlich nicht aus. Ja. Tja, Arbeitslosenunterstützung kürzen? Nee, ich wäre eher bei den Augentests. Das liegt aber so bei den Augentests und noch so bei einigen anderen Kleinigkeiten. Das liegt vor allem aber auch daran, dass wir ein ziemlich gut finanziertes Gesundheitssystem haben. Ob wir solche Sachen eigentlich dann noch brauchen. Ja, an der Stelle hätte ich jetzt gesagt, die Augentests bringen uns kaum etwas. Also dafür geben wir auch relativ wenig aus und die Vorteile sind ziemlich gut. Also Gesundheit, aber der Einschlag auf die Armut ist halt wirklich hoch für relativ wenig Geld. Die hätte ich nicht angefasst, sondern eher, nicht die Universitätsförderung. Die könnten wir eventuell auch überlegen, aber tatsächlich, ob wir überlegen, die Healthcare-Vouchers komplett abzuschaffen. Ja. Wäre nochmal 8 Milliarden. Bin ich dafür. Wir haben momentan wirklich ein gutes, stabiles System und wir haben ja, wurden ja auch gelobt, wie gut es unserem Gesundheitssystem geht und wie gut wir uns um die Leute kümmern. Ich bin dafür, das jetzt hier zu canceln, aber vorrangig auch, weil wir Geld sparen müssen. Das ist für mich jetzt auch gerade so eine temporäre Geschichte. Ja, für mich auf jeden Fall auch. Also, wenn wir da raus. Wenn wir da rauskommen, müssen wir auf jeden Fall was für den sozialen Sektor tun, aber dann erstmal ist das 8 Milliarden gespart. So, wir haben die Gesundheitsförderung zurückgefahren. Was können wir noch machen? Die Gesundheitsförderung zurückgefahren. Also wir haben nicht die Gesundheitsförderung zurückgefahren, sondern wir haben das, was als Transfer vom Staat ins private Gesundheitswesen geht, runtergefahren. Wichtiger Unterschied, das stimmt. So, könntest du noch mal in unseren Gesetzesköcher gucken, was wir dort noch so haben? So ein bisschen Inspiration wäre ganz schön. Wir könnten zum Beispiel uns auch mit Ausgaben beschäftigen, die Childcare Provision. Das könnte allerdings unsere Produktivität erhöhen. Damit unterstützt der Staat die Kinderversorgung und wir können dafür sorgen, dass die Eltern schneller in die auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Stärkt die Wirtschaft, genau. Es ist teuer. Aber es ist sehr beliebt bei Eltern. Sich die Arbeitslosigkeit sinkt und das Einkommen steigt, das können sie dann wieder ausgeben, die Produktivität steigt. Also ich finde so das Gesamtkonzept gar nicht so schlecht. Okay. Die Frage, wie viel Geld wollen wir ausgeben? Ja, aber dann würde ich es einführen tatsächlich, weil ich weiß auch nicht, wo wir jetzt noch weiter Sachen machen sollen. Also führen wir es mal ein. Wir können es ja auf einem relativ niedrigen Level lassen, aber dass es direkten Einfluss auf die Arbeitslosigkeit hat, finde ich auch super. Und es ist Gender Equality, ist großartig, also ja. Und Produktivität steigt auch dadurch. Also machen wir mal einführen und gucken mal, wo das hingeht. 8. Puh. 7 Millionen eingespart durch die Entscheidung davor. Wir können diese 7 Millionen jetzt nehmen und sie hier rein investieren, weil die Auswirkungen sind schon echt gut. Also es ist ein Nullsummenspiel. Wir haben quasi 7 Millionen aus dem einen Topf raus in den anderen gepackt. Also machen wir hier 7 Milliarden. Wenn das für dich okay ist. Ich Produktivitätsboost fast 5%. Unemployment minus 5. Ja. Ist für mich okay. Sehr schön.
Ja, wir bauen hier ganz viele Sachen auch um, ohne dass wir einen großen Vorteil haben. Was wir auch machen könnten noch, wäre die Benzinsteuer. Ach, das ist ja 400 Millionen. Ist nicht so wirklich viel. Könnten wir aber machen. Oder die Kfz-Steuer erhöhen. Das würde Ja. schon mehr bringen. Ja, dann wir haben ja auch immer noch die Bahn an der Backe, von daher, aber die muss auch mit Menschen gefüllt werden. Genau. So hoch vielleicht. Gar nicht so viele negative aus. Der Car-Usage geht runter, ist super. Ich Will ich wäre auch. tatsächlich, das sind 2 Milliarden. Das genau, es sind 2 Milliarden und dadurch, dass wir ja auch gleichzeitig im ländlichen Raum die Entwicklungsförderung vorangetrieben haben, kann ich damit auch gut leben. Ansonsten wären jetzt beispielsweise Menschen in ländlichen Regionen stärker davon betroffen als Leute in städtischen Regionen. Ja. Also bei uns, ich kam auch nicht in die nächste Stadt ohne Auto. Der 18. Geburtstag war super. Also der 16. schon mit Moped, aber Ja, ich wenn kenne man das fragen auch. würde. Ich kenne das auch sehr gut. Ja, aber dann machen wir das doch mal. So, und da sind wir schon wieder bei 2 politisches Kapital und dann auf in die nächste Runde, ne? Sehr gerne. Oh. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.